Damit begrüße ich euch zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Fever Staffel Nummer 4 mit mir, dem Felix, hier auf Philips Gaming. Hoppala, da war ein kleiner Rüpser mit drin irgendwie. So, die Züge. Warum wartet der hier? Weil dort einer wartet. Ja, wir haben ja jetzt noch die anderen zwei hier im Kreis fahren irgendwie. Die sollen ja irgendwie da mal hier auf diese Nebenbahn kommen. Von Lückenwalde nahe Straße Sund. Also ich bin gespannt. Sie sind auf jeden Fall irgendwann mal losgefahren. In der letzten Folge, glaube ich, war das. Und sie sind noch irgendwie unterwegs. Sie sind auf jeden Fall noch nicht hier angekommen. Ich bin echt gespannt, wie die sich hier ihren Weg durchbahnen. Und wo sie vielleicht überall irgendeinen Unfall verursachen. Oder einen Stau, besser gesagt. So, wir sind auf jeden Fall jetzt hier erstmal in Aue. Elektrifiziert ist außer der Bahnhof. Doch, der Bahnhof auch. Aber wir haben da noch keine Betonschwellen. So, das haben wir das auch. Gibt's hier mal irgendwie was Schönes, Interessantes? Nö. Die Lokschuppen, ja, die PCB-Magnete, das ist halt ein Mod, der ist so drinne. Hier gibt's nichts weiter Neues. Mal eben hier nachschauen. Bei den Objekten, Pfeiftafeln, eine Laterne haben wir. Hier haben wir noch Telegrafenmasten, die können wir dann mal auf der Nebenbahn mit verteilen. Das schätze ich mal, wird sehr interessant aussehen, wenn wir das hier so neben der Strecke irgendwo dann immer haben. Wird sich ja jetzt hier direkt anbieten. Rechts vom Gleis. Nee, eigentlich. Links. Oder auch nicht? Erstmal kommt ein Auto, safe. Ruckel. Ja, leider. Doch, jetzt geht's auch auf der Seite. Einfach mal gucken, wie das so wirkt, wenn wir hier an der eingleisigen Strecke so diese kleinen Telegrafen haben. Ist halt leider schade, dass da kein Kabel da dazwischen ist. Kein Draht, kein Kupferdraht. Aus dem Mod den hab ich reingesetzt und dann müssen wir den Weg so mal hier ausnutzen. Ah, jetzt wird es wieder interessant mit der Straße. Aber wir haben eigentlich genug Abstand überall. Ja, klappt. Passt eigentlich hin. Boah, wie lang ist denn die scheiß Strecke? Ey, ohne Scheiß. Jetzt gleich. Ne, das ist irgendwie mitten in der Prärie. Das wollte ich gar nicht. Na. Hier und hier. Boah, ich dachte, jetzt kommt hier mal Dresden. Jetzt kommt Dresden. Auf der Seite soll es nicht sein. Ja, wenn, dann mache ich das richtig. Das ist pingelig hoch 10, ich weiß. Ach, haben wir hier? Aber hier gibt es auch noch. Achso, das sind Steine. So. Mal von unten angucken, wie jetzt hier die Strecke so wirkt. Oh, sieht doch geil aus eigentlich. Gerade hier so mit der an der Straße entlang. Dann die Telegrafenmasten da dazwischen, das sieht geil aus. Ohne Scheiß. Cool. Fetzt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Gerade hier haben wir Oberleitung, dann haben wir das nicht elektrifiziert. Dann haben wir hier die mit den einzelnen Fuß bloß. Cool, 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 cool. Aber das hat sich gelohnt, sieht geil aus. So, ich wollte aber eigentlich hier weitersetzen. Und zwar nach Sonneberg. So, von Sonneberg fahren wir dann nach Aschersleb. Dort machen wir ja dann so eine fette Kurve und müssen ja dann noch hier durchs Tal nach oben. Also müssen wir mal schauen, wie wir hier den Bahnhof gestalten. Wie wir den hier hin platzieren. Beinahe denken. So.
Wir können hier noch die Straße überqueren. Ja, okay, hier war es ein bisschen. Aber wir müssen hier die Straße überqueren, müssen wahrscheinlich hier hoch. Wir können ja nicht so direkt. Ne, wir können hier sowieso nicht direkt, weil wir müssen hier hinten rum. Gut. Hat sich geklärt. Wir müssen hier zweimal über die Straße. Fahren dann hier durch den Wald. Passt. So, ich würde jetzt aber probieren, bevor mir hier die KI irgendwas zubaut, wenigstens noch über den Fluss zu kommen. Vielleicht auch eben, wenn es geht. Das geht. So, und jetzt die Strecke hier aus Aue. Müssen wir irgendwie hier anschließen. Das wird interessant werden. Ist es. Ja, es ist schon ein bisschen Höhenunterschied. Mal sehen, wie man den. Oh, nee. Das ist scheiße, sowas. Ist es scheiße oder ist es scheiße? Es ist scheiße. Es ist gequirlte Scheiße sogar. Eine Brücke oben drüber. Geht das? Bis nah ran hier. Jetzt wäre halt geil, eine Brücke bauen zu können. Jo, das geht sogar auch aus. Und ab hier wieder. Ich suche meinen Punkt, da ist er. Haha, geil. Dann haben wir da eine schöne kleine Brücke hier. Mit plus eben Pfeiler zwar leider, aber cool. Ja, das ist gut. Wir kommen hier aber sogar recht gut und recht einfach hoch. Ich versuche mal ein bisschen einen Rechtsbogen zu ziehen. Beinahe hier. Wir müssen vielleicht hier oben durch den Tunnel durch. Jo, hier wird ein Tunnel kommen. Genau. Ah, und da sind wir ja schon in Aue. Perfekt. Haha. Crazy. Und durch. Und jetzt noch in Aue, Dingenei. Das ist halt jetzt, wir kommen jetzt recht weit oben raus, aus dem Tunnel, und haben dadurch hier ein bisschen Bahndamm. Das sollte mich nicht weiter stören. Ruckel die, war denn Autosave? Nee, klar ist aber Autosave. Achso, wir sind schon dran. Sehr schön. Autosave. Und auch nicht mal was Neues gibt's, meine Fresse. So, gleich Signale mit hier hinsetzen. Vor dem Bahnübergang. Hier, was soll man dann hier? Da können wir nochmal kurz vor Aue machen. So, dann hier irgendwie, wenn der Zug dann aus dem Tunnel raus ist. Aber das wird wieder genau im Mast drin sein, genau. Und hier vorm Tunnel. So und so. Noch irgendwie mal hier unten mit. Und dann machen wir hier ein Einf. Ah, ne, ja, wir machen da wieder Ausfahrtssignale. Genauso wie wir hier auch noch Betonschwellen brauchen. So. Oh, mega anstrengend. Alter. Ah, so, Aschersleben. Nächster Halt. Ja, das war jetzt ein bisschen interessanter. Ich würde jetzt hier nicht unbedingt versuchen, den Kopfbahnhof wieder zu bauen. Sowieso, wenn wir jetzt gerade mal hier an der Stelle sind und erwähnen den Kopfbahnhof. Wo sind unsere zwei Nebenbahnzüge momentan? Ha. Doch, die fahren jetzt doch die Neben. Die fahren jetzt die Regionalbahn entlang. Können denn die hier wechseln? Ich verstehe es echt nicht. Da fahren die dann bis nach Freiberg dann scheinbar wieder. Ich finde es sehr komisch, was die hier fabrizieren, die Züge. Echt, es ist wirklich interessant.
Ich mach den mal hier einfach eine Weiche rein. Dass die wahrscheinlich einfach jetzt hier direkt an den Weg gleich finden können. Können wir hier nochmal... Ja, hier sind zwar eigentlich Betonschwellen, ja, aber da lässt sie mich nicht wegmachen. Ich würde mal denken, der wird jetzt hier hinwechseln und dann rückwärts dann eigentlich mal auf seiner Strecke hier fahren. Boah. Gut, aber immerhin haben sie es geschafft, irgendwie ihre Route zu finden, indem sie eh mal dick fett im Kreis gefahren sind, was ich echt nicht verstehen kann. Ich hoffe ja jetzt mal, der wechselt hier. Ja, macht er. Sehr gut. Spitzenmäßig. Okay. Ich würde mich an der Stelle erstmal von euch wieder verabschieden. Ich hoffe natürlich, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Das war's mit der Folge. Und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und damit sage ich mal ganz einfach, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Und ciao.